Stri-Stra-Streichmaß. Das Streichmaß ist ein Werkzeug, was wir in jedem Projekt benutzen und wo es doch einige Sachen gibt, die vielleicht ganz wichtig sind, mal zu erklären und darauf auch einzugehen, wann man ein Streichmaß benutzen kann und wann nicht. Weil da gibt es einige Sachen, die man beachten sollte und genau das machen wir heute. Wir machen jetzt ja jeden zweiten Sonntag Verbindungen und lernen, wie das so geht. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir uns eins der wichtigsten und elementarsten Werkzeuge für saubere Verbindungen jetzt einfach einmal anschauen, nämlich das Streichmaß. Und da gibt es zuallererst natürlich ganz klar ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie so ein Streichmaß aussieht. Ich habe eine... muss ich schon selber lachen. Ich habe ein Streichmaß, das habt ihr so wahrscheinlich noch nie gesehen. Dieses hier. Das ist schon etwas älter und lässt sich auch nicht mehr feststellen, glaube ich. Ist auch nicht so schlimm, denn zuallererst können wir mal eine Sache feststellen. Diese Anreißstreichmaße würde ich in der Regel nicht empfehlen, aus einem ganz einfachen Grund. Die haben meistens so einen ganz kleinen, wie ein Nagel, der abgeknipst ist. Also einfach so eine kleine Metallreißnadel. Ich finde, sie sind schwer einzustellen. Aber der ganz große Nachteil ist, dass diese Reißnadel wirklich das Holz zwar aufreißt und das Gleiche macht, was auch ein Streichmaß macht, da kommen wir gleich zu. Aber diese kleinen Nägelchen sind, finde ich, sehr schwer zu schärfen oder wieder spitz zu machen. Austauschen ist bei diesen älteren Modellen ganz, ganz schwierig. Vor allen Dingen, weil das Ganze ja perfekt einen bestimmten Punkt treffen muss. Deswegen finde ich die historisch betrachtet sehr interessant und auch in dieser Bauform äußerst witzig. Aber wir schauen uns heute das Streichmaß an, was ich schon immer benutze, nämlich dieses hier. Das verlinke ich euch auch unten. Der Vorteil bei solchen Streichmaßen ist, dass wir hier oben wirklich eine Schneide haben. Das heißt, anstatt zu reißen, wie bei der Reißnadel, zerschneiden wir die Faser. Und da kommen wir auch schon zu einem wichtigen Punkt, bevor wir uns das alles genau anschauen. Wenn wir mit diesem Streichmaß quer zur Faser arbeiten, so wie ich das jetzt hier mal, ihr seht es jetzt nur von Weitem, mache, dann durchtrennen wir dabei die oberste Faserschicht. Und das ist neben der Tatsache, dass wir jetzt genau wissen, aha, hier könnten wir unsere Verbindung machen, ist der ganz, ganz große Vorteil, dass die oberste Faserschicht schon getrennt ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier anfange zu stemmen oder zu bohren oder was auch immer, verringere ich das oder die Gefahr, dass mir das nach hinten ausbricht, enorm. Und das ist der ganz, ganz große Vorteil. Das, finde ich, funktioniert bei solchen Streichmaßen mit so einem kleinen Messer 1 Milliarde Mal besser als bei solchen, denn die zerkratzen einfach nur und hinterlassen auch nicht eine ganz so tiefe Furche sozusagen. So, das sozusagen erstmal zu den Basics, was genau es mit diesem Streichmaß auf sich hat und warum ich das besser finde als das andere, was ich habe, was ich euch auch noch gleich zeige. Dazu kommen wir später. Jetzt schauen wir uns mal diesen Klotz Eiche an und sehen, was ein Streichmaß kann und was nicht. Zuallererst für alle, die sich jetzt wundern, warum hast du so einen spacigen weißen Bleistift? Den hat mir einer von euch empfohlen und der ist total geil. Warum der so geil ist, das werden wir uns tatsächlich in einem kompletten Video mal anschauen. Aber nicht heute, ich verlinke ihn euch unten, dann könnt ihr schon lesen, warum er so geil ist. Aber jetzt geht es um die Ziehklinge. Und zwar ist ja nun der Vorteil einer Ziehklinge, wie ich gerade schon gesagt habe, also A, können wir natürlich unsere Linie einfach so anreißen. Das ist kein Problem, das funktioniert super gut, das ist auch ziemlich genau. Aber wenn ich jetzt versuchen würde, hier mein Stecheisen genau auf die Linie zu legen, dann muss ich mich da nicht übermäßig konzentrieren, es ist nicht unmöglich, aber es ist natürlich machbar. Der große Vorteil beim Streichmaß ist, dass wir uns das, ich stelle das jetzt mal auf, beziehungsweise ich kann es auch einfach irgendwie einstellen, ist, wie ich gerade schon gesagt habe, wir können uns hier unsere Linie ziehen und da hatte ich im letzten Video schon gesagt, ich mache das immer erst einmal leicht, also ganz leicht hier lang ziehen und dann noch ein, zweimal etwas stärker. Und wir sehen direkt, wenn ich jetzt mein Stecheisen nehme, kann ich das direkt in diese Linie reinfallen lassen. Zack. Das heißt, ich habe eine super Referenzfläche, von der ich weiterarbeiten kann. Und was ich ja gerade schon gesagt habe, ist, ein Bleistift durchtrennt natürlich bei weitem nicht die Fasern hier. Das ist hier jetzt schon passiert, die obere Schicht wird nicht mehr ausbrechen.
Wir können das Streichmaß natürlich auch genauso gut in Längsrichtung benutzen, um uns alle unsere Verbindungen sehr genau einzustellen. Das funktioniert super. Gerade bei Längsschnitten ist es ja so, das kann, wenn man das von Hand sägt, ein bisschen schwierig sein, weil die Säge gerne versucht, der Faser zu folgen. Wenn wir das mit dem Streichmaß uns anreißen, ist es leichter, das Ganze als Führung zu nehmen. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, mit beidem zu arbeiten. Das heißt, wir reißen erst mit dem Streichmaß an und nehmen dann unseren Bleistift, der am besten schön fein ist, und markieren uns die Linie einfach nochmal. So haben wir das Beste von beiden Welten sozusagen. Wir haben die Fasern getrennt, wir haben eine Führung fürs Werkzeug und durch den Bleistiftstrich können wir das Ganze auch sehr, sehr gut sehen. Aber, und da kommen wir jetzt zu einem der ganz großen Knackpunkte. Wir haben es gerade schon sowohl in dieser Richtung als auch in dieser Richtung gesehen. Das Streichmaß funktioniert nur ausschließlich darüber, dass ich es an einer der Kanten führe. Das heißt, es läuft an dieser Kante lang und zieht die Linie, die ich machen möchte, parallel zu dieser Kante. Und wenn wir jetzt zum Beispiel diese hintere Kante hier nehmen, bumm, dann sehen wir, hier ist so eine kleine Kante. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr gerade. Ich mache das einmal mit dem Bleistift ein bisschen deutlicher, wie das jetzt aussehen sollte. Das ist jetzt nicht so gravierend, aber wir sehen, hier läuft das Ganze raus. Und das liegt daran, dass, wenn ich das als Referenzfläche nehme, das Streichmaß hier natürlich anfängt zu kippen. Und das kommt dann sozusagen wieder zu dem Thema, was wir bei unserer ersten Verbindung hatten. Ein Streichmaß macht nur dann Sinn, wenn wir unser Material vorher auch gut vorbereiten. Und das ist einfach bei jeder Verbindung der ganz, ganz große Punkt. Wenn wir nicht dafür sorgen, dass die Kanten schön parallel und sauber sind, dann brauchen wir auch kein Streichmaß benutzen, weil diese Präzision, die wir damit gewinnen können, bringt uns nichts, wenn unsere Referenzflächen schon scheiße sind, um es mal ganz deutlich zu sagen. Denn wenn ich mir jetzt hier sozusagen einen großen Schlitz für einen Schlitz und Zapfen anzeichne, dann macht das ja nur Sinn, wenn die Kanten auch parallel sind, weil ansonsten wäre, wenn das jetzt hier der Schlitz ist, das ja alles nicht mehr rechtwinklig. Und genau das ist das ganz, ganz große Problem. Das heißt, so ein Streichmaß kann einem die Arbeit ganz, ganz, ganz viel einfacher machen. Allerdings nur dann, wenn man vorher auch die Arbeit investiert. Ein weiterer Vorteil vom Streichmaß ist, dass wir bei solchen Streichmaßen wie diesen auch ganz einfach Maße nehmen können. Das heißt, wenn ich zum Beispiel diese Dicke haben möchte, dann lege ich mein Streichmaß einfach hier oben drauf, drehe das auf, lasse es runter, so dass es auch die Arbeitsfläche berührt und habe dann genau die Stärke des Materials. Das heißt, somit ist es sehr, sehr einfach, Schlitz und Zapfen anzureißen oder auch die Materialstärke für Zinken. Das heißt, so ein Streichmaß ist wirklich super, super cool und es hat auch einen großen Vorteil gegenüber dem Messen. Ich hatte ja schon mal gesagt, das machen wir auch noch, dass wir mal ein Video zum Thema Messen machen. Aber wenn ich jetzt natürlich hier sage, okay, ich messe das, dann kann ich lesen, das sind 41 mm. Jetzt kann ich mir das natürlich hier auf meinem Kombinationswinkel auch sehr genau einstellen. Die Chance, dass ich das verkacke, ist höher, als wenn ich das so mache wie eben gerade. Denn da brauche ich gar nicht messen, da brauche ich mich mit den ganzen Zahlen nicht auseinandersetzen. Ich lasse das Ganze einfach hier runter und weiß, ich habe genau das richtige Maß. Und wenn ich jetzt, deswegen habe ich dieses Streichmaß, sagen möchte, okay, aber ich möchte gerne zum Beispiel einen Millimeter oder einen halben Millimeter mehr Spiel haben, damit ich am Ende rüberputzen kann, dann ist der große Vorteil gegenüber solchen Streichmaßen, dass man hier eine unabhängige Feineinstellung hat. Das heißt, man dreht hier hinten einfach auf und kann, ich muss mal gucken, dass ihr das jetzt beides seht, wenn ich jetzt hier hinten an der Schraube drehe, dann fährt das Messer minimal weiter raus oder rein. Ich werde das mal hier demonstrieren. Das heißt, wir haben hier eine super, super, super präzise Möglichkeit, das Streichmaß auf genau das Maß einzustellen, was wir haben wollen. Und genau das, das haben andere Streichmaße auch, das muss man auch sagen, aber genau das macht den riesen Unterschied, wenn wir super klare, schöne und vor allen Dingen präzise Verbindungen anreißen wollen. Und das ist eigentlich schon alles, was man zum Streichmaß sagen kann. Eine wichtige Sache ist aber noch, warum habe ich dieses Streichmaß? Dieses Streichmaß habe ich aus mehreren Gründen. Ich habe noch ein anderes, das kennt ihr von mir eventuell auch.
ist in diesem Fall von der gleichen Firma, verlinke ich euch aber nicht. Denn hier kommen mehrere Sachen zusammen. Also A, hat dieses Streichmaß einen sehr merkwürdigen Feststellmechanismus, der äußerst, wie ich finde, umständlich ist. Es funktioniert genauso, es hat auch hier eine Anreißnadel, so wie die, genau eben nicht, ein Anreißmesser, so wie das andere. Was es hier hat, ist eine Skala, womit man jetzt theoretisch gesehen sagen könnte, aha, ich will 50 mm, stelle ich mir so ein. Ja, weiß ich nicht. Da hätte ich schon das Problem, wie muss ich da drauf gucken, damit das genau passt. Darauf würde ich mich also in der Regel nicht verlassen. Der zweite Punkt ist, dass wir hier keine unabhängige Feineinstellung haben. Und das, finde ich, ist einfach ein Riesenvorteil bei dem anderen Streichmaß. Genauso wie ich es eigentlich wesentlich einfacher finde, eine Stellschraube aufzuschrauben, anstatt in diesem Fall irgendwie gefühlt drei. Das packen wir also wieder weg und schauen uns nochmal die Vorteile vom anderen Streichmaß an. Der eine oder andere, der mir schon länger folgt, wird den kleinen Vorfall mitbekommen haben. Ich habe nämlich genau dieses Streichmaß einmal schon mal in meinem Hubtisch eingeklemmt und diese massive, gefühlt Titanstange hier verbogen. Das heißt, das ist hin. Das super Tolle ist aber, dass es bei diesem Streichmaß eigentlich alle Teile separat nachzukaufen gibt. Das heißt, wenn jetzt jemand wie ich ein Vollidiot ist und sein Streichmaß in der Mitte mehr oder weniger durchbiegt, dann kann ich einfach einen neuen Schaft kaufen. Bumm, Thema erledigt. Der Riesenvorteil dabei ist, ich kann alle anderen Teile vom alten Streichmaß noch weiter benutzen. Ich kann diese Schrauben abdrehen, ich kann oben das Messer abdrehen. Und das finde ich sehr cool, denn das führt so ein bisschen dazu, dass ich nicht gleich das ganze Ding wegschmeißen muss, wenn es kaputt ist, sondern ich kann ganz gezielt die Teile, die kaputt sind oder vielleicht wenn das Messer stumpf ist oder gebrochen oder was auch immer, ganz präzise die Teile austauschen, die ich austauschen muss. Das finde ich super und das ist halt wieder genau das, was ich anfangs zu diesem Streichmaß gesagt habe. Diese kleinen Anreißnadeln da rauszubekommen und präzise wieder rein, nee, das wird wahrscheinlich eher nichts. Jetzt ist natürlich der andere große Punkt, jetzt könnt ihr sagen, ach, ich finde diese Dinge aber total geil oder diese klassischen viereckigen von Ulmia. Im Endeffekt sind die super, wenn ihr damit arbeiten könnt. Also ihr müsst ja nicht das gleiche gut finden wie ich. Ich finde aber, wie gesagt, dieses hier sehr, sehr angenehm zu nutzen. Es gibt noch mindestens eine große Kategorie weiterer Streichmaße, die japanischen Streichmaße, die nicht mit einem runden Messer funktionieren, auch nicht mit einer Anreißnadel, sondern mit einem Anreißmesser. Das ist im Endeffekt sozusagen ein Mischwesen aus diesen beiden, auch wenn es wahrscheinlich länger als diese beiden existiert. Habe ich noch nicht benutzt. Ich habe auch keins da, also kann ich dazu wenig sagen. Wie gut man da rankommt, weiß ich auch nicht. Insofern finde ich das sehr einfach. Man kommt da gut ran und es funktioniert ganz gut. Eine wichtige Sache sei noch gesagt, die mir gerade einfällt. Man muss bei diesem runden Auflagekörper ein bisschen schauen, dass ich nicht hier aufliege und dadurch kippe. Das ist mir in einem Video schon mal passiert. Man muss einfach schauen, dass man die Referenzfläche genau nutzt. Das sieht man aber mit dem Auge sehr, sehr gut. Wenn ich das hier dran lege, dann kann ich genau sehen, ob ich hier dran liege oder nicht. Das ist also wirklich sehr, sehr genau. Auch wieder besser als bei solchen Streichmaßen, wo das doch so ein bisschen tricky sein kann. Und vor allen Dingen natürlich hier bei Holz. Ja, die Sachen von Ulmia sind gut verleimt und sind auch sehr stabil und formstabil. Aber natürlich ist eine Holzfläche immer wesentlich anfälliger dafür, dass sie sich minimal verzieht, wirft, ausdehnt, was auch immer, als in diesem Fall eine metallische Oberfläche, die da eigentlich völlig immun gegen ist. Und mein Telefon klingelt. Eine Sekunde. Hallo Chef. So, jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wer ist denn der Chef? Ihr könnt ja mal raten. Ich denke, ihr kommt nicht drauf. Andersrum gesagt, haben wir, glaube ich, so ziemlich das meiste zum Thema Streichmaß gesagt. Das Wichtigste ist einfach, ein Werkzeug, das mit einer Referenzfläche arbeitet, hängt natürlich davon ab, dass die Referenzfläche gut ist. Das heißt, was ich vorhin auch nicht gesagt hatte, wenn eure Seite natürlich so schräg ist, dann sitzt das Streichmaß auch nicht mehr richtig. Das heißt, ihr braucht nicht das beste Streichmaß. Ich würde auch nicht das billigste nehmen. Das hier kostet, glaube ich, so um die 40 Euro. Damit kommt man schon sehr, sehr weit und kann, wenn man vorher die Arbeit in das Holz investiert und es schön winklig macht, wirklich sehr, sehr, sehr präzise arbeiten. Und man hat halt die Vorteile, dass man eine Werkzeugführung hat.
und dass man die Faser durchtrennt, das Material reißt also nicht mehr so stark aus. Was ich noch nicht erwähnt hatte, es gibt verschiedenste Doppelstreichmaße. Das heißt, ein Streichmaß, mit dem ich nicht diese beiden Linien einzeln ziehen muss, sondern sie werden gleichzeitig gezogen. Das heißt, wir haben zwei Messer, die unabhängig voneinander verstellt werden können. Kann man machen. Ich finde es jetzt nicht so schwierig, das mal eben umzustellen. Das war es jetzt erstmal zum Thema Streichmaß. Ich hoffe, dass euch das Ganze jetzt ein bisschen klarer ist und ihr vielleicht, wenn ihr schon ein Streichmaß habt, aber es immer noch nicht so richtig hinhaut mit dem Markieren, so einen gewissen Anhaltspunkt habt, woran es eventuell liegt. Das Thema Abrichten müssen wir uns natürlich nochmal anschauen, das hatte ich schon gesagt. Das machen wir auch jetzt möglichst zeitnah, weil das einfach winkliges Holz ist so ziemlich die Grundvoraussetzung für saubere Verbindungen. Und ein Streichmaß und ein super Bleistift, den wir uns auch nochmal anschauen, hilft einfach nur dabei. Das soll es jetzt aber gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne unten mal in die Kommentare, was für Streichmaße ihr so benutzt oder kennt. Es gibt natürlich 1 Million verschiedene. Mich würde interessieren, was ihr so nutzt. Wenn ihr noch keins nutzt und das hier haben wollt, es ist, wie gesagt, unten verlinkt. Ich hau jetzt gleich ab. Wir sehen uns am Sonntag wieder mit einer ultimativ krass heftigen Überraschung. Schnallt euch an, setzt die Bauarbeiterhelme auf, denn da fliegt alles durch die Gegend am Sonntag. Ja, bis dann. Aufpassen, diese Messer sind scharf. Dafür sind sie da. Tschüss.